Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe ja versprochen bzw. angedroht. Ich fahre zur Nordschleife. Heute wird die Nordschleife endlich wieder aufgemacht. Haben wir hier. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zur Nordschleife, liebe Freunde. Ich freue mich riesig. Ewig nicht mehr da gewesen. Ja, diese ganzen verrückten Zeiten oder die verrückte Zeit jetzt, die nimmt uns, glaube ich, alle ziemlich mit. Und auch, glaube ich, ganz schön, mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Und in dem Sinne, ne? Start your day left, weil wir sitzen in einer Fernlenkwaffe aus Zuffenhausen. Wunderschöner 992-4S. Ja, das ist gut. Da hat mein Nachbar ein Video gecrashed. Ja. Aber der darf das, weil bei dem kann ich mir mal Strom klauen, wenn mal wieder Taycan fahren angesagt ist. Ne? Auf jeden Fall fahre ich jetzt mal zur Nordschleife. Ab heute wieder Touristenfahrten. Seit 10 Uhr schon. Wir haben jetzt 23:30. Ja, bin mal gespannt, wie man da oben alles so trifft. Und ja, ich hoffe, es wird ein schöner Tag. Gerade geht es. Ist trocken, bewölkt, bisschen grau. Aber egal. Wir fahren um Regen. Ja. Ist mir egal. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es da oben so ist mit den ganzen Vorkehrungen, die getroffen wurden. Zum Schutz aller. Und ja, ansonsten würde ich sagen, da sehen wir uns gleich nochmal. Ne? Philipp, mein Freund, diese Kommunikation ist auch sehr einseitig, muss ich sagen. Ja? Ich rede die ganze Zeit mit dir, aber ich kriege kein Feedback. Das ist wirklich traurig. Wirklich, ich bin einsam ohne dich. Hier. Da würdest du jetzt sitzen normalerweise. Katastrophe. Nürburgring angekommen. Bis jetzt tote Hose, noch keinen Menschen gesehen. Ich fahre jetzt mal ins Fahrerlager. Bin mal gespannt. Das ist da heute der Platz, wo man sich offiziell aufhalten darf. Die ganzen Parkplätze rund um die Nordschleife sind geschlossen. Heißt, da dürfen wir nicht hin. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder hier zu sein. Ist einfach ein schönes Gefühl. Willkommen am Nürburgring. Die Nordschleife war die ganze Zeit zu wegen Unfall, Fuchsröhre, und jetzt ist die Nordschleife wieder auf. Jetzt fahre ich mal hoch, dann werden wir mal ein Ründchen drehen. Ganz gemütlich, erstmal ein bisschen gucken, ne? Ganz entspannt, war nichts Wildes. So, meine Lieben, da fahren wir auf die Nordschleife, da sind meine Runden drauf. Gucken wir mal, wie das so läuft. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, mal ganz ruhig, erstmal ein bisschen schön gucken, wie es da draußen so aussieht. Ne? Also, bis später. Mm-hmm.
Das war die erste Runde Nordschleife 2020 für mich. Jetzt fahre ich hier ein bisschen durch die Gegend, alles mal abkühlen lassen. Lockere Runde, schön easy, wenig Verkehr, sehr schön, hat echt Spaß gemacht. Ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, weil ich hier diesen QR-Code ja auf dem Handy hatte. Und immer wenn ich dann an dieses Leseding gehalten habe, hat mein Handy erkannt, ah, Apple Pay, alles klar, können wir bezahlen. Nee, halt, stopp, zurück. Irgendwie, das habe ich nicht ausgeschaltet bekommen. Aber ich konnte es dann am Ende doch überlisten. Ja, deswegen stand ich da irgendwie 3 Minuten und nichts ging. Ja, sorry an die Leute, die hinter mir standen. First time und so, ne? Ja, aber super gut funktioniert. Optimal, kontaktlose Geschichte hier funktioniert einwandfrei, wenn man denn bedienen kann. Ne? Aber ich habe dazu gelernt. Und ja, also cool. Einfach cool. Hat einen riesen Spaß gemacht. Jetzt werde ich gleich, glaube ich, nochmal ein Ründchen drehen. Und nehme euch natürlich nochmal mit. Ein Ründchen über die Nordschleife. Jetzt fahren wir mal. Zweite Runde, hier der Fabis ist auch da. Und dahinter ist der Frankie von Audib mit seinem Golf. Da gucken wir mal. Hier sind die Burschen hier mal. Da sind die Burschen da. Da sind die Burschen. Schön, schön. Ja, gucken wir mal. Zu Hause angekommen, perfekt. Hat nämlich hier gerade schön angefangen zu regnen und ja, auf der Nordschleife war alles trocken. Wunderschön, grün Fahrzeug hier vom Porsche Zentrum Niederrhein. Nochmal vielen, vielen Dank. Geiles Auto, einfach ein geiles Auto. Das ist, der kann einfach alles. Der kann einfach alles. Der ist einfach Daily Driver, der ist schnell auf der Nordschleife. Hat einen riesen Spaß gemacht, 2 Ründchen mal zu fahren. War echt gut. Die zweite Runde war leider ein bisschen schade. Wir wollten mit ein paar Leuten zusammenfahren und da war dann viel gelb und so weiter und so fort. Und ich bin da immer gerade bei den Touristenfahrten ein bisschen zurückhaltend. Hat auf jeden Fall Mordslaune gemacht, war sensationell. War echt richtig, richtig schön. Wir sind jetzt wieder zu Hause hier. Kein Kratzer dran, selbstverständlich. Ist ja klar. Also, Touri-Fahrten laufen wieder. Fahrt mal an der Nordschleife. Das ist super da. Also, macht's gut. Bis später. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Da wir ja ein bisschen Probleme hatten mit dem letzten Video, habe ich mir überlegt, fahre ich nochmal zur Nordschleife und werde das Video heute ein bisschen pimpen, weil ursprünglich war nur ein bisschen Fahrerei mit dem 992 und jetzt habe ich mir meinen Kumpel Hartmannequin geschnappt und wir fahren mit seinem GT3 mal zur Nordschleife und werden da noch ein bisschen ballern, ne? So, da sind wir hier an der schönen Nordschleife. Zum Glück habe ich eine Winterjacke dabei, weil es ist echt kalt. Ne, Hartmannequin? Eiskalt. Eiskalt. Hartmannequin macht noch einen guten Luftdruck rein, den ich hier wunderbar anglühen kann. Machst du gut, Hartmannequin? Ja. Dann gucken wir mal. Fahren wir jetzt mal an die Nordschleife. Ich habe hier auch dem Herrn Hartmann einen alten Helm von mir geliehen, ja, weil Safety first und so. Ja, ihr seht, also ne, früher, da war man schon deutlich verrückter. Da war man crazy drauf, ja. Na gut, Jugendsünde und so, ne? So, 2 Ründchen sind wir gefahren. Hartmannequin ist schon wieder heiß, hat schon wieder einen Helm auf.
gerade schöne Currywurst Pommes Mayo gegessen. Mmm, lecker. Ich bin gespannt, ob da drin bleibt, wa? Ja. Ich auch. Ich merke die Pommes aber schon so ein bisschen, ja schon, ne? Viel Spaß! Ebenso! Yeah.
Bekanntschaften am Nürburgring. Wir wollten eigentlich eine ganz entspannte Runde mit dem Fabio fahren. Der ist jetzt, glaube ich, sauer, der redet nicht mehr mit mir. Dann hat mich aber hier so ein M2 Competition Umbau auf M2 40i Cup, weiß ich was, provoziert. Und dann konnte ich mich nicht zurückhalten. Also Fabio, sorry dafür. War eine gute Runde. Und jetzt fahren wir bei dem Kollegen mal in die Werkstatt. Ja? Weil er meint, komm, lass mal ein Käffchen trinken. Käffchen sind wir nicht abgeneigt, wa? Fipsi? Richtig gut. So, also. Gucken wir uns mal an. Stehe ich hier mal auf dem Platz. So etwas gibt es auch nur an der Nordschleife. Du fährst zu ein paar Häuschen rum, biegst zweimal rechts ab und zack, bist im Paradies. Hast du halt hier alles stehen, was du so brauchst. Ja? Ein oder andere Ringtool von überall. Spanien, Russland, da hinten der. Alles da. Das ist schon echt geil. Nordschleife halt, ne? Hier ist immer was gebacken am Nürburgring. Hä? Das ist doch mega, oder? Das hat Häschen vom Hart Mannequin, ich fahren durfte. Und hier ist der schöne M2. Von Philipp Weber. Ja? Ist schon sexy. Logo finde ich auch sensationell. Und alte Freunde trifft man hier auch. Ja, John? Hallo! Hallo! Das ist der Philipp übrigens. Moin! Ja, landen alle am gleichen Ort. So, haben wir ein bisschen Spaß gehabt eben, ne? War schon, ja, wir hatten unseren Spaß. Ja, aber unseren Fall, also. So, wir haben gesagt, so muss halt eigentlich immer sein bei den Touristenfahrten. Ja, wir müssen ja wiederholen, oder? Ja, ja. Also ich bin definitiv ein Freund davon, wenn ihr nächstes Mal hier seid, Bescheid sagen. Ja, ja, definitiv. Da geht noch was. Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Also ich zeige euch noch ein paar schöne Autos hier vom Philipp, ne? Die auch mit ihr auch auf eure Kosten kommen. Ich krieg schon einen Schlaganfall. So schlimm war die Runde jetzt, ne? Nee. Guck mal hier, ist das geil. Wichtigste in Corona-Zeiten, ne? Bisschen Toilettenpapier dabei. Guck dir das an, ist das schön. Ja. So muss das da aussehen. Kilometer sind übrigens echt 88.700, Quetsch. Also, sehr geil. Tag auf der Nordschleife. Hat sich schon mal gelohnt, würde ich sagen. So, und jetzt ist das Video ja auch ein bisschen interessanter geworden. Ne? Also, wir haben 992, wir haben GT3, wir hatten richtig Spaß, super Wetter. Ist wieder richtig warm hier oben. Klassisches Nürburgring-Wetter. Erst frierst du den Arsch ab, brauchst eine Winterjacke und dann ärgerst du dich, dass du keine kurze Hose eingepackt hast. Ja? So, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Keine Ahnung, wie wir das Ganze jetzt zusammenschneiden mit dem Tag letzte Woche. Aber ich denke, irgendwie gelingt uns das schon. Ja? Also bis bald. Wie gesagt, den Philipp werden wir wiedersehen. Beide Philipps natürlich. Aber den Philipp Weber werden wir wiedersehen. Da werden wir auf jeden Fall mal Lustiges machen. Ich habe gerade schon gehört, der Qualme, die war auch letzte Woche da. Ja, guter Mann. Hat echt Spaß gemacht. Und bis später. Tschö.